Videochats sind großartig, könnten aber noch besser sein. Die Entwickler von WeHead, dem ersten Gerät für dreidimensionale Besprechungen, haben versucht, das fehlende Element zu finden und die Kommunikation interessanter zu gestalten. Und ihre Idee sieht toll aus. Der Nutzer bewegt seinen Kopf und das Gerät folgt den Bewegungen. Sein Gesicht wird auf 4 AMOLED-Displays angezeigt und der eingebaute 10-Watt-Lautsprecher und das Mikrofon helfen dabei, zu hören und gehört zu werden. Die geschickt platzierte Kamera vermittelt ein Gefühl von Augenkontakt, wodurch man mehr Nähe und Beteiligung am Gespräch spürt. Das Interessanteste ist, dass es sich dabei nicht um einen Prototypen handelt. Das Gerät ist bereits für 1448 Euro erhältlich. Die ersten Kunden erhalten ihre Bestellungen im März dieses Jahres. Der südkoreanische IT-Riese Samsung stellt nicht nur Smartphones mit faltbaren Displays, sondern auch Bankkarten her. Und zwar nicht irgendwelche, sondern eine neue Generation von Bankkarten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die branchenweit erste All-in-One-Sicherheitschip-Lösung vorgestellt, die biometrische Informationen über einen Fingerabdrucksensor liest. Der Speicher der Karte ist für 3 Fingerabdrücke geeignet. Diese werden nur verschlüsselt gespeichert und nicht einmal an die Bank gesendet. Das Format könnte nicht nur die Bezahlvorgänge an Kassen erleichtern, sondern den Alltag viel sicherer machen. Das Unternehmen macht jedoch noch keine Angaben, wann die Neuheit im Handel erscheint. Kohlefaser, Calciumcarbonat, Polyethylen niedriger Dichte und NASA-Zulassung. Hier geht es nicht um irgendeine Weltraumtechnologie, sondern um ein Notizbuch. Es ist unempfindlich gegen Feuer, Wasser, Schmutz, fette Öle und für jedes Abenteuer gerüstet. Das Gehäuse aus Luftfahrtaluminium wurde von Raketen inspiriert und wird durch einen Magneten ergänzt. Im Innern befindet sich eine thixotrope Tintenpatrone, wie sie auch von echten Astronauten verwendet wird. Der Stift hat dieselbe Kapazität wie 3 gewöhnliche Kugelschreiber. Man kann also in der Schwerelosigkeit genauso gut schreiben wie unter Wasser, denn wer weiß schon, wo die Inspiration euch einholt. Ein Set aus Kugelschreiber und Notizblock gibt es in 4 verschiedenen Designs für 31 Euro. In Israel hat man den Laptop weiterentwickelt und die Problematik mit dem Bildschirm ist nun endlich gelöst. Wozu sich um Antireflexbeschichtungen, Schutz vor neugierigen Blicken und all das kümmern, wenn man den Bildschirm auch auf Augmented Reality übertragen kann? Die Idee heißt SpaceTop und bietet ein 100 Zoll großes virtuelles Display, das nur mit einer entsprechenden Brille sichtbar ist. Der Laptop wiegt 1,5 Kilogramm, bietet 8 GB RAM-Speicher, einen Snapdragon 865 Mobilprozessor und ein 256 GB großes Laufwerk. Android ist auch standardmäßig dabei. Die Brille bietet eine Auflösung von 1080p für jedes Auge. Ein diagonales Sichtfeld von 53 Grad und wiegt etwa 106 Gramm. Man kann sie nicht über einer normalen Brille tragen, aber Korrekturlinsen bestellen und die Entwickler versprechen, sie kostenlos zu versenden. Dafür brauchen sie ein Rezept vom Augenarzt. Der ungefähre Preis für einen Laptop beträgt 1857 Euro. Jeder ist eingeladen, seine Kontaktdaten zu hinterlassen und auf Neuigkeiten vom Entwickler zu warten. Project Silica ist eine Technologie zur Datenspeicherung auf Quarzglasscheiben. Das klingt nach Science Fiction, ist aber Realität und funktioniert. Entwickelt wird die Technologie von Microsoft. Dort heißt es, dass eine 75x75x2 mm große Scheibe ausreicht, um 75,6 GB Daten zu speichern. Zum Speichern werden mit einem Laser dreidimensionale nanoskalige Gitter und Verformungen erzeugt. Und zum Lesen gibt es ein System, das auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz basiert. Die Scheiben haben keine Angst vor Kratzern oder Magnetfeldern. Die Daten bleiben rund 10.000 Jahre erhalten. Microsoft schlägt vor, die Scheiben zum Beispiel in Cloud-Servern einzusetzen. Die schwedische Stadt Göteborg kann man kaum als sonnig bezeichnen. Dennoch wurde ausgerechnet dort das System Surus entwickelt. Die Entwickler schlagen vor, das Sonnenlicht einzufangen und über ein Kabel in die gewünschten Räume zu leiten.
Wenn das Kabel aus Glasfaser besteht, beträgt die Reichweite des Lichts mehr als 100 Meter. Damit ist das System sowohl für Privathäuser als auch für Einkaufszentren relevant. An sonnigen Tagen liefert Zurus rund 100.000 Lumen und ersetzt damit etwa 800 Watt Glühbirnen. Die Kosten für 4 Lampen werden auf 2.647 Euro geschätzt. Ist das zu teuer? Überleg mal, wie die Strompreise in letzter Zeit gestiegen sind. Laut WHO und UNICEF haben rund 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Angesichts dieser Zahlen könnten Ideen wie Source die Rettung sein. Es handelt sich um völlig autarke Paneele, die Wasser direkt aus der Luft gewinnen. Die Luft wird von Ventilatoren angesaugt und durch ein spezielles Material geleitet. Dieses nimmt den Wasserdampf auf und wird nass. Die entstandene Flüssigkeit wird abgesaugt, gereinigt und mineralisiert. Den Strom bezieht Source aus eingebauten Solarmodulen. Die Entwickler behaupten, dass damit ganze Siedlungen mit Wasser versorgt werden können. Immerhin produziert ein Panel rund 5 Liter Wasser pro Tag. Ein Panel kostet 1857 Euro. Die Entwickler von Solar Carport sind davon überzeugt, dass ihre Kunden nicht nur Überdachungen kaufen, sondern investieren. Denn die Solar Carport sind mit integrierten Solarmodulen ausgestattet. Jeder Quadratmeter Überdachung erzeugt so bis zu 200 Watt Leistung. Ein typischer Carport für 2 Autos liefert 5000 Kilowattstunden pro Jahr. Das reicht aus, um mit einem Elektroauto 25.000 Kilometer weit zu fahren. Natürlich erfüllt der Carport auch seinen eigentlichen Zweck. Die Entwickler garantieren Schutz vor Sonne, Regen, Schnee und sogar Hagel. Sie schlagen vor, die überschüssige Energie zu verkaufen. Die Zukunft der Brandbekämpfung ist bereits da. Dafür sollten wir den Entwicklern von Automist danken. Das System erkennt Brände und reagiert 14 Mal schneller als herkömmliche Sprinkleranlagen. Außerdem werden die Automist-Blöcke nicht an der Decke, sondern in den Wänden montiert und an das Sanitärsystem des Hauses angeschlossen. Der Anschluss ist nicht nur einfach, sondern auch sparsam. So verbraucht Automist in 10 Minuten ein Drittel einer mit Wasser gefüllten Badewanne, während eine herkömmliche Sprinkleranlage mehr als 3 Badewannen voll Wasser benötigt. Und Infrarotscanning hilft bei der Navigation und der Auswahl der jeweils besten Löschblöcke. Neun von 10 Menschen auf der Welt atmen verschmutzte Luft ein. In vielen Metropolen werden die zulässigen Schadstoffe in der Luft um das Fünffache überschritten. Nein, das ist kein Vorspann zu einem Katastrophenfilm, sondern das sind echte WHO-Statistiken. Kein Wunder, dass Ingenieure aus aller Welt nach Lösungen suchen, um Abhilfe zu schaffen. Eine davon heißt Smog-Free Tower, ein Luftreiniger in Form eines 7 Meter hohen Turms. Die Anlage hat eine Kapazität von 30.000 Kubikmetern pro Stunde und verwendet Ionisationstechnologie, um selbst die kleinsten Staubpartikel zu sammeln. Gleichzeitig lässt sich der Reiniger leicht von A nach B transportieren und sieht in einem Park oder auch neben Wolkenkratzern ästhetisch ansprechend aus. Und damit man sich neben dem Luftreiniger auch entspannen kann, bietet sich die folgende Entwicklung an. Baudrohnen. Die Idee ist einfach. Die Drohnen kontrollieren verschiedene Werte, etwa den Lauf der Sonne, und bauen ein modulares Zelt so um, dass es mehr Schatten spendet. Darüber hinaus gibt es auch eine spezielle App, in der man die Werte manuell einstellen kann. Bauarbeiter werden diese Option bestimmt mögen, falls das Projekt auch an aufwendige Aufgaben angepasst wird. Gebäudestrukturen und ihre Komponenten können dann sehr schnell installiert und von Ort zu Ort bewegt werden, wodurch ein sogenanntes angemessenes architektonisches Verhalten entsteht, das sich unter anderem an den Vorlieben der Bewohner orientiert.
Dies ist ein Konzept-Elektroauto des deutschen Konzerns EDAG. So sieht laut den Entwicklern die Mobilität der Zukunft aus. Und es gibt bereits mehrere Prototypen, die auf verschiedenen Messen gezeigt werden. Das Auto heißt CityBot. Dank seiner Modularität ist er rund um die Uhr einsatzfähig und kann über unterschiedliche Nutzmodule, zum Beispiel als Fahrgastzelle, Cargoträger, Stadtreinigungs- und Entsorgungsgerät oder zur Grünanlagenpflege konfiguriert werden und erreicht dabei die ökologische und ökonomische Effizienz. Als Anlaufstelle zwischen dem CityBot und dem Menschen spielt der Avatar eine entscheidende Rolle. Der Kopf des CityBots ist der Ansprechpunkt der Fahrzeuge für die Menschen. Er kann sprechen, hören, Gestik verstehen und auch Emotionen über Augenbewegungen zeigen. Der Konzern bietet allen, die die Begeisterung für solche Projekte teilen, einen Job. Offene Stellen gibt es in Deutschland und 17 weiteren Ländern. Die Erfinder dieses Wellenkraftwerks sind zuversichtlich. Es sei 5-mal effizienter und 3-mal billiger in der Herstellung als die Konkurrenz. Die Mission des Teams lautet, den Planeten mit sauberer Energie aus Meereswellen versorgen. Inspiriert wurde die Entwicklung unter anderem durch die Funktionsweise des menschlichen Herzens. Auf dem Meeresboden wird eine Halterung platziert und an der Oberfläche wird eine Boje gehalten. Zwischen Boje und Halterung befindet sich ein Mechanismus, der eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung verwandelt und dadurch das Schwungrad bewegt. Das Ergebnis sind etwa 300 Kilowatt Energie mit einer Boje. Künftig sollen solche Technologien etwa 10% des weltweiten Strombedarfs decken. Wie kann man auf Kickstarter mehr als 159.000 Euro für einen Stift einsammeln? Man muss ihn nur Smart nennen. Und schon steigt die Nachfrage. Der Stift wurde auf der Elektronikmesse CES 2023 präsentiert und soll bis zum Januar nächsten Jahres in Massenproduktion gehen. Lasst uns nun die Eigenschaften durchgehen. Man kann auf jeder Oberfläche schreiben. Der Stift merkt sich alles und sendet es an ein Smartphone. Den handgeschriebenen Text kann man in gedruckten verwandeln. Der Stift ist mit rund 100 Apps kompatibel. Eine Ladung reicht für 2 Stunden. Außerdem wird der Stift mit D1-Minen angetrieben, die in jedem Schreibwarenladen erhältlich sind. Für 211 Euro bekommt man 3 Patronen, ein Jahresabo für eine App, ein Ladegerät und ein Reinigungswerkzeug. Viele Lösungen der Schweizer Firma Black Sheep erinnern an die Sendung Pimp My Ride. Was haltet ihr zum Beispiel von diesem Aufbewahrungssystem? Hinter den Rücklichtern mancher Pickups ist viel Platz. Sehr viel Platz. Oft ist dort nicht nur Platz für Lebensmittel und Wasser, sondern auch für Sportgeräte, Angelruten und sogar Waffen. Und alles ist zuverlässig vor Wasser und Staub geschützt. Dank der durchdachten Konstruktion öffnet sich das System nie wieder während der Fahrt. Auch die Lichter bleiben voll funktionsfähig. Einziges Manko ist vielleicht der Preis. Das System für den Toyota Hilux kostet 3.436 Euro. Im Jahr 2021 hat der Flughafen von Istanbul 37 Millionen Passagiere abgefertigt. Stellt euch nur vor, wie viele Menschen insgesamt auf der Welt fliegen. Viele Passagiere haben unterwegs nicht nur genug Zeit zum Essen, sondern auch zum Schlafen. Für angenehmeren Schlaf sorgt diese Stütze. Wozu auf einem unbequemen Sitz herumzappeln, wenn man doch nach vorne gebeugt schlafen kann? Die Erfinder haben sich mit Ärzten beraten und schreiben, diese Körperlage erleichtert das Atmen und entlastet die Brustmuskulatur, was zur Entspannung führt. Zudem steht eine 27x20 cm große Hülle zur Verfügung. Die Halterung nimmt im Koffer nicht viel Platz ein. Ein Set aus Stütze, Hülle und Klemme, zum Beispiel für einen Klapptisch, kostet 135 Euro. Man kann seine Gadgets sicherer machen. Für Boote, Autos, Geländefahrzeuge und vieles mehr gibt es solche Beschichtungen. Der Bulletliner wird unter anderem beim Baja 1000, dem mexikanischen Offroad-Motorsportrennen, verwendet. Er schützt vor aggressiven Chemikalien, Rost, Kratzern und sogar vor Dellen. Selbst bei einem schweren Unfall wird die Delle kleiner, als sie sein könnte.
Die Line X schützt ebenfalls vor unbeabsichtigten Kratzern und vor Narben durch starken Verkehr. Sie ist außerdem sehr praktisch, da sie nach dem Auftragen in etwa 6 Sekunden aushärtet. Sie kann bei Temperaturen von minus 40 bis plus 100 Grad Celsius eingesetzt werden und hat eine Schichtdicke von 1 Millimeter. Der perfekteste, sicherste und leistungsstärkste Hubschrauberlandeplatz, der je gebaut wurde, sagen die Entwickler. Die Plattform P15W ist mit 4,5 Tonnen belastbar, bietet eine Fläche von 4,60 m x 4,60 m und kann die Seiten anheben und absenken. Diese Idee ist übrigens patentiert. Es gibt einen eigenen Prozessor, Allradantrieb, Kraftstoffvorrat und Traktionskontrolle. Die Plattform ist auch auf einem verschneiten Untergrund einsatzbereit. Und falls ein Hubschrauber nicht sanft landet, bringen ihn die Seiten in die gewünschte Position. Eine weitere Entwicklung mit Blick auf den Weltraum. Ein Roboter aus dreieckigen Modulen. Jedes Modul ist unabhängig und kann mit seinen Kollegen verbunden werden, wodurch die erforderliche Struktur für eine bestimmte Aufgabe schnell aufgebaut wird. Die Idee ist, dass es auf Raumschiffen wenig Platz gibt, aber viele Aufgaben erledigt werden müssen. Aus diesem Grund soll ein vielseitiger und kompakter Roboter eingesetzt werden. Er hilft zum Beispiel bei Reparaturen im Weltraum, bei der Beförderung von Dingen oder bei der Teilnahme an Experimenten. Diese Kombination aus Hardware und Software kann ein Objekt in Sekundenschnelle digitalisieren. Stellen Sie sich vor, Sie zeichnen in 3D, erklären die Erfinder und zeigen es vor. Ihr müsst die Konturen mit einem speziellen Sensor sorgfältig nachzeichnen. Der Arbeitsbereich ist anpassbar. Man kann beispielsweise einen Würfel mit 50 cm Seitenlänge erstellen. Der Messfehler beträgt hierbei 0,4 mm. Die Daten werden im DXF-Format importiert und sind daher mit fast allen CAD-Systemen kompatibel. Geplant sind zudem neue Softwaremodule wie 3D-Scanning und Erweiterungen für komfortableres Arbeiten mit großen Objekten. Der aktuelle Preis liegt bei 802 Euro. Als nächstes kommt ein Konzeptauto von BMW. Laut Nachrichtenmeldungen soll bereits im Jahr 2025 etwas Ähnliches in den Handel kommen. Das Konzept ermöglicht es, die allgemeine Vision von BMW zu verstehen. Und ein darauffolgendes Konzept, es soll etwas später präsentiert werden, soll dem Serienmodell so nahe wie möglich kommen. Die Designer bieten einen Mix aus Teslas Cybertruck und Hot Wheels Autos. So sieht BMW die Zukunft der digitalen Mobilität. Die technischen Eigenschaften wurden jedoch noch nicht verraten. Aber man spricht recht viel über die intelligente Füllung. Ein selbstlernender digitaler Assistent, ein Head-Up-Display über die gesamte Breite der Windschutzscheibe, Augmented Reality und ein Lenkrad mit einem Touchpanel. Außerdem ermöglicht die experimentelle E-Paper-Technologie dem Besitzer, die Farbe des Autos zu ändern und bis zu 240 einzelne Segmente anzupassen. Außerdem spielte Arnold Schwarzenegger, der wichtigste Terminator aller Zeiten, in dem Video mit. Und das Drehteam machte sich sogar ein wenig über Emotionen lustig. Habt ihr bei dem Video auch gelächelt? Das folgende Projekt zum Aufladen von Elektrofahrzeugen kommt aus Schweden. Es handelt sich dabei um eine Straße, die das Laden eines Busses und anderer Elektrofahrzeuge sowohl während der Fahrt als auch beim Stillstand, zum Beispiel beim Parken, ermöglicht. Die Behörden des Landes haben fast 7,4 Millionen Euro für das Testgelände bereitgestellt. Und das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die EU keine Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 mehr produzieren will. Daher arbeiten die Behörden vieler Länder heutzutage daran, die Verkäufe von Elektroautos zu steigern. Das Aufladen unterwegs ist schon deshalb interessant, da es sich für fast jedes Fahrzeug eignet, von Autos bis hin zu Bussen und Lastwagen. Spezielle Stromschienen werden in die Fahrbahn verlegt. Am Auto werden solche Empfänger installiert. Das System ist mit dem Internet verbunden und regelt Online-Zahlungen, überwacht den Straßenzustand, erfasst Unfälle und liefert weitere nützliche Informationen.
Der Hersteller der Transformers-Spielzeugreihe Takara Tomy und die japanische Raumfahrtbehörde haben eine Kooperation gestartet, im Zuge derer ein Modell des japanischen Mondrovers hergestellt wird. Der Mondrover hat einen Durchmesser von 8 cm vor der Landung und eine runde Form. Anschließend teilt er sich nach links und rechts auf, um auf der Mondoberfläche seine abschließende Form zu erhalten. Dann verwandelt er sich in ein kleines Mondfahrzeug. Die Ausrüstung wiegt weniger als 300 Gramm. Das Hauptziel besteht darin, den Landeplatz zu umrunden und zu fotografieren. Geplant ist, dass der Rover im August zum Mond geschickt wird und im September in die Regale kommt. Es soll eine reguläre Version für 182 € geben und eine Sonderedition, die auf 300 Exemplare limitiert ist, basierend auf dem Space Brothers Anime für 218 €. Wie sollen Mensch und Maschine in Zukunft interagieren? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage haben Ingenieure von Yamaha Motoroid Zu entwickelt. Das Konzept geht auf eine Idee zurück, die vor rund 6 Jahren entstand. Es bietet die neuesten Tricks, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung. Der Motoroid balanciert auf der Stelle. Der Trick besteht darin, dass sich Schwinge und Hinterrad unabhängig vom Rest des Motorrads bewegen. Motoroid 2 hat auch gelernt, ohne Fahrrad zu fahren und kann einige Gesten verstehen. Aber wie man ein Motorrad ohne Lenkrad steuert, wird auf der Yamaha-Seite noch nicht erklärt. Neuronale Netze können sehr hilfreich sein, wenn man sich die Gadgets der Zukunft vorstellt. Die neuronalen Netze können alles zeichnen und beschreiben, sogar fliegende Skateboards. Das klingt seltsam, aber es gibt bereits viele fliegende Skateboards. Dieses hier wurde zum Beispiel 2015 von Lexus erfunden. Ist die Zukunft also schon da, ohne dass wir es gemerkt haben? Leider nein. Lexus hat sich eines kleinen Tricks bedient. Damit das alles funktioniert, musste ein spezieller Skatepark aufgebaut werden. Unter der Oberfläche wurden Metallplatten verlegt. Im Innern des Skateboards befinden sich starke Magnete und Supraleiter, die mit flüssigem Stickstoff auf minus 197 Grad Celsius gekühlt werden. Diese Art von Fahrrad und seine Pendants werden gebaut, um neue Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Die Idee ist, eine Version zu bauen, die sich ausschließlich mit menschlicher Kraft fortbewegt und die Aerodynamik optimal ausnutzt. Der Wettbewerb auf der Jagd nach Rekorden ist hart. 2013 schaffte es das niederländische Team Human Power Team, die Messlatte auf 133,78 km/h zu legen. 2015 hatte das kanadische Team AeroVelo das Sagen, 138 km/h. Im Jahr 2016 erschien eine Variante namens ITA, die bis zu 145 km/h schnell ist. Die Piloten werden von Kameras sowie von Bordcomputern unterstützt, die im richtigen Moment die Anweisungen geben. Zu den Materialien gehören Carbonfasern und das tropfenförmige Design erfordert praktisch eine liegende Haltung des Piloten, wie in der Formel 1. Diese Turnschuhe sehen nicht nur ungewöhnlich aus, sondern auch die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, ist aufsehenerregend. Sie werden mithilfe von 3D gedruckt. Sowohl Oberteil als auch die markante Sohle sind aus einem einzigen Material hergestellt, einem gummiartigen Elastomer. Das Material kann Temperaturen von bis zu 104 Grad Celsius standhalten und die Elemente können bis zu 1 mm dünn sein. Der deutsche Architekt und Designer Stefan Henrich behauptet, diese ungewöhnliche Form der Sohle sei nicht zufällig gewählt worden. Der Name Kryptit bezieht sich auf ausgestorbene Tiere oder Fabelwesen. Die Schuhe hinterlassen Fußspuren wie ein Yeti. Habt also keine Angst, wenn ihr solche Abdrücke bemerkt. Kanadische Städte gehören zu den schneereichsten Städten der Welt. In Quebec schneit es von Dezember bis April. Dort werden die Schneeverwehungen bis zu 3 Meter hoch. Kein Wunder, dass gerade dort ein Heizsystem für Hauseinfahrten, Bürgersteige und ähnliches entwickelt wurde. Mehr als 3000 Quadratmeter Fläche werden damit bereits beheizt. Schaufel und Brechstange sind nicht mehr nötig. Auch Heizmatten für Treppen und Veranden stehen bereit. Im Vergleich zur Konkurrenz verbraucht das System 40% weniger Energie, arbeitet vollautomatisch, verlängert die Lebensdauer des Belags und ist auch mit den Pflastersteinen kompatibel. Viel mehr verraten die Kanadier nicht.
schreiben aber von einem revolutionären Exklusivprodukt. Der Gründer von Autospout hat im Jahr 2015 ein Haus gekauft. Einige Jahre später wurde das Haus überschwemmt. Es stellte sich heraus, dass das Regenwasserableitungssystem kaputt war. Also begann Autospout mit der Entwicklung einer Alternative. Das Ergebnis ist hier zu sehen. Es handelt sich um eine Art Abflussrohrverlängerung, die keinen Strom, keine Batterien, keinen Anschluss an ein intelligentes Haus und keine anderen Schwierigkeiten benötigt. Wenn es zu regnen beginnt, senkt sich das Verlängerungsrohr durch den Wasserfluss ab. Nach dem Regen wird es wieder hochgezogen. Das Wasser wird etwa 1,50 Meter vom Haus entfernt abgeleitet. Dank der Drainagelöcher im Verlängerungskabel bildet sich weder Eis noch Schimmel. Das Verlängerungskabel kostet 56 Euro. Diese Dunstabzugshaube ist so smart, dass sie sogar neue Rezepte vorschlägt. Und das nicht irgendwo, sondern auf einem 27 Zoll Touchscreen. In der Dunstabzugshaube steckt ein Android. Damit stehen dem Nutzer zahlreiche Apps zur Verfügung. Wem das Kochen zu langweilig ist, der geht einfach zum Videochat. Nicht umsonst sind in der Abzugshaube mehrere Kameras eingebaut. Oder man verschickt Briefe, hört Musik oder fragt den Sprachassistenten nach dem Wetter für morgen. Und ach ja, die Dunstabzugshaube schafft es, 17 Kubikmeter Luft pro Minute zu bewegen. Sie ist für 880 Euro zu haben. Ein ebenso smarter Herd mit Backofen ist separat für 4.644 Euro erhältlich. Eine normale Doppelmatratze wiegt zwischen 30 und 50 Kilogramm. Selbst für einen erwachsenen Mann kann es schwierig sein, dieses Gewicht zu heben. Das Wechseln von Bettwäsche, Matratzen und Bettbezügen wird daher oft zu einer armseligen Version des Fitnesstrainings. Zum Glück eilen die Entwickler von EasyMaker bereits zur Hilfe. Sie haben einen pneumatischen Matratzenheber entwickelt. Er ist mit bis zu 453 Kilogramm belastbar. Das Heben und Senken der Matratze dauert nur eine Minute. Und wenn der Besitzer abgelenkt ist und vergisst, dass der Wagenheber eingeschaltet ist, senkt er die Matratze nach 8 Minuten vorsichtig ab und schaltet sich ab. Die Kosten für einen EasyMaker beziffern die Entwickler auf 124 Euro. Nach Angaben für Amazon für das Jahr 2021 wurde rund 49 Millionen US-Bürgern mindestens ein Paket gestohlen. Für Paketdiebe wurde sogar ein eigener Begriff erfunden: Veranda-Piraten. Doch bereits für 260 Euro sind solche Schutzboxen zu haben. Sie heißen Yale, sind WLAN-kompatibel und lassen sich daher mit einem Smartphone von überall aus öffnen. Es gibt auch eine Yale-Version mit Tastatur. Die größte Box ist 71 cm breit und 61 cm hoch. Man kann Yale auch mit einem Kühleinsatz ergänzen. Und natürlich lassen sich die Boxen auch in Smart-Home-Systeme integrieren. Diese Entwicklung erreichte nicht nur Dächer, sondern auch Fernseher. Die innovative Dachgaube wurde in der Sendung Instant Dream Home gezeigt. In dieser Sendung geht es darum, Häuser an einem einzigen Tag zu renovieren, also in kürzester Zeit. Ein Fenster, das sich in einen Balkon verwandelt, kam da gerade recht. Der obere Flügel lässt sich um 180 Grad zur Seite oder um 45 Grad nach oben öffnen, während der untere Flügel 98 cm hoch ist und einen klappbaren Handlauf hat. Der Hersteller verwendet Kiefernholz mit Top-Safe-Einbruchschutz und P2-Anti-Vandalismus-Verglasung sowie ein V40P-Ventil zum Schutz vor Kondensation. Der ungefähre Preis liegt bei 2.508 Euro. Überlebt ein Zelt den Besuch eines Bären? Mit dieser Erfindung aus Kanada muss man sich keine Sorgen darüber machen. Für 224 Euro kann man sich einen Elektrozaun dazu kaufen. Auch Landwirte und Imker nutzen die Technologie, um Bären zu verjagen. Für Camper hat man sich ein kompakteres und leichteres Format ausgedacht. Dieser Zaun misst 12x12 Meter, kann mit einer 12-Volt-Batterie, einem USB-Netzteil oder 8 AA-Batterien betrieben werden, was eine Lebensdauer von 43 Stunden hat. Regen ist für diesen Zaun auch kein Problem. Das Gesamtgewicht beträgt 1,3 Kilogramm. Ein Spannungsprüfgerät gibt es kostenlos dazu.
legen dieses Zelt auseinander, pumpen es auf und nach wenigen Minuten ist alles fertig. Aber auch der Preis ist mit 1207 Euro ganz schön aufgeblasen. Die XL-Version ist für 3 Personen ausgelegt, sogar für Wintercamping geeignet und wiegt etwa 5 Kilogramm. Zusätzlich sind 5 Belüftungspunkte vorhanden und die Konstruktion ist so konzipiert, dass sich oben kein Schnee ansammelt. Zusammengelegt passt das Zelt in einen 30-Liter-Rucksack. Aufblasbare Stützen sind nach einem Mehrkammersystem gebaut, was Reparaturen vereinfacht. Ein Vorraum und ein herausnehmbares Fach unter dem Dach machen den Aufenthalt im Zelt noch komfortabler. Es gibt Fische, die sich aufplustern, um größer zu erscheinen und ihre Feinde einzuschüchtern. Und es gibt Menschen, die dasselbe tun, indem sie riesige Fahrzeuge kaufen. Zum Beispiel der Ford Super Duty, der 6,80 Meter misst. Die Sache hat allerdings einen Haken. Es kann ziemlich schwierig sein, in dieses Fahrzeug zu steigen. Aber wenn man das Geld für ein solches Auto hat, kann man auch in ein paar seitliche Trittstufen investieren. Mit diesen Trittstufen für den Ford Endeavor muss man seinen Fuß nicht auf 370 mm, sondern nur auf 260 mm anheben. Die Handhabung ist denkbar einfach. Man öffnet die Tür und die Stufen fahren aus. Schließt man die Tür, fahren sie wieder ein. Außerdem können sie ein Gewicht von bis zu 400 Kilogramm tragen. Schon eine Stunde in der Sonne reicht aus, um den Innenraum eines Autos auf 47 Grad Celsius zu erhitzen. Die logische Lösung ist ein Sonnenschirm für das Auto. Und die Erfinder dieses Sonnenschirms waren sehr erfinderisch. Erstens lädt er sich mit der Energie der Sonne auf und kann mit einer vollen Batterie bis zu 40 Mal aktiviert werden. Zweitens ist er dank der Fernbedienung einfach zu installieren und zu benutzen. Und drittens kann man ihn mit zum Angeln, zum Campen oder an den Strand nehmen. Dank seiner speziellen Beine kann man ihn überall aufstellen. Für 464 Euro kann man den Innenraum des Autos vor Hitze schützen, den Lack vor dem Ausbleichen bewahren und sich selbst vor einem Hitzeschlag. Verwandeln Sie Ihr iPhone mit diesem unglaublichen Gadget in eine Unterwasserkamera, schlagen die Entwickler vor. Mit dieser Hülle kann man das Handy in 100 Meter Tiefe mitnehmen und dort genauso komfortabel verwenden wie an Land. Hauptmerkmal ist keramikbeschichtetes Aluminium. Die Entwickler wollen auch Zubehör wie Beleuchtung, Stativ und Wechselobjektive in das Gehäuse einbauen. Und sie arbeiten mit Jean-Michel Cousteau zusammen, dem Sohn von Jacques-Yves Cousteau. Die Hülle wird für 213 Euro verkauft. Die Entwickler des Badfan 2 haben ihr Bestes gegeben und einen der vielseitigsten batteriebetriebenen Brandlüfter gebaut. Der Badfan 2 ist so leicht, dass er von einer Person getragen werden kann. Und so kompakt, dass zwei Badfan 2 Brandlüfter so viel Platz einnehmen wie ein normaler. Der Badfan 2 kann zum Ausblasen, Absaugen, als Schaumgenerator und als Sanierungsmittel eingesetzt werden. Je nach Modell läuft er mit einer Ladung 20 oder 45 Minuten. Zusammengeklappt passen die Brandlüfter in jeden Kofferraum. Werfen wir nun einen Blick auf AquaEye. Es ist das weltweit erste Sonargerät, das durch Algorithmen künstlicher Intelligenz ergänzt wird. In nur 2 Minuten kann ein Retter mit dem AquaEye eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern absuchen. Das intelligente Gerät zeigt die genaue Position von Vermissten an. Eine Ladung reicht für 8 Stunden Suche. Das Ortungsgerät ist stoßfest, kann auch in Salzwasser eingesetzt werden und kostet 3715 Euro. Nach Angaben des United States Geological Survey ereignen sich weltweit jährlich rund 500.000 Erdbeben. Kein Wunder also, dass in allen Ländern mit Hochdruck an Technologien gearbeitet wird, die den Bau erdbebensicherer Gebäude ermöglichen. So haben Ingenieure der Stanford University ein solches erdbebensicheres Haus getestet. Es steht aus 12 beweglichen Elementen aus konkaven Stahlblechen. Damit hält das Haus einem simulierten Erdbeben der Stärke 11 auf der Richterskala stand. So sehen die Tests erdbebensicherer Häuser in Japan und Peru aus.
Eine Folge der globalen Erwärmung ist die Zunahme von Starkregen. Allein in den Tropen wird es laut Klimaforschern doppelt so heftig regnen. Daher dürfte es die Angreifer kaum wundern, dass ein potenzielles Opfer einen Regenschirm dabei hat. Doch keinen gewöhnlichen. Dieser Regenschirm schützt nicht nur vor Regen, sondern auch vor anderen Dingen. Ein Schlag mit diesem Schirm fühlt sich nämlich an wie ein Schlag mit einem Stahlrohr. Und man möchte gar nicht wissen, wie das getestet wurde. Die verschiedenen Modelle wiegen zwischen 490 und 855 Gramm und bestehen entweder aus Stahl oder aus einer Aluminiumlegierung mit Glasfaser. Die Schirme werden in Polen handgefertigt und kosten ab 152 Euro. Weiter geht's mit einem innovativen und patentierten System zur Regeneration von Körper und Geist. Hinter diesem Slogan verbirgt sich keine Science-Fiction-Kapsel oder ein Neuroimplantat aus einem Videospiel. Es handelt sich schlicht um ein Bett. Das Bett besteht aus 400 Litern warmem Wasser. Wer sich hineinlegt, hat das Gefühl, die Schwerkraft überwunden zu haben. Diese Art der Entspannung wirkt sich positiv auf Geist und Körper aus. Die überlasteten Muskeln entspannen sich und der Stresspegel sinkt. Das Bett ist für Menschen jeden Alters geeignet, erfordert keine komplizierten Einstellungen und verfügt über eine App fürs Gehirntraining. Dort werden Atemtechniken und Entspannungsmusik angeboten. Und natürlich gibt es sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden unterschiedliche Ausführungen. Ein typischer Kinderwagen kann auch ohne den kleinen Passagier mehr als 10 Kilo wiegen. Deswegen wird für viele Eltern schon ein kleiner Spaziergang zu einer Art Fitnesstraining. Eine Firma aus Kanada bietet diesen intelligenten Kinderwagen an, der perfekte Begleiter für eine wachsende Familie sein soll. Im Innern gibt es ganz viele coole Technologien. Eine Parkbremse wie beim Auto, ein Ella-System mit zwei Motoren. Der Hersteller verspricht, dass dieses System alle Anstiege bewältigt. Ein Autopilot, aber nur wenn kein Kind im Kinderwagen ist. Kameras und Sensoren für Fernnavigation, automatisches Schaukeln und sogar ein Generator für weißes Rauschen. Der Preis liegt bei ca. 3.065 Euro. Die Auslieferung soll im April diesen Jahres beginnen. Bis 48% der Erwachsenen haben Schlafprobleme. Diese Vibrationsdecke soll beim Einschlafen helfen. Die Decke aus Flausch, Velour und Polymernetz ist 200 x 120 cm groß. 94 Vibrationsmotoren emittieren verschiedene Effekte wie Regentropfen, Wellen und zufällige Linien. Die Entwickler schreiben, dass diese Entspannung auch bei Kopfschmerzen, nervöser Anspannung und Müdigkeit helfen soll und verlangen dafür ab 121 Euro. Das Badezimmer kann zu einer Entspannungsoase werden. Wie wäre es mit einer Dampfdusche? Die ist nicht nur angenehm, sondern auch sparsam. Nur 4 Liter Wasser reichen für 20 Minuten. Und wem das nicht reicht, der kann Module nachrüsten. Aromasense für die Aromatherapie. 2 100 Milliliter Behälter mit ätherischen Ölen werden an die Dampfleitung angeschlossen. Showersense zur Ergänzung einer klassischen Dusche. Dieses Modul verfügt über 3 Ausgänge, sodass Dampf- und Wasserstrahlen kombiniert werden können. AudioSense für Musik. Dies stellt eine Verbindung zu Bluetooth und Spotify her und hat eine Frequenzsteuerung und RCA-Anschlüsse. ChromaSense für die Hintergrundbeleuchtung. Normales weißes Licht entspricht einer 50 Watt Glühbirne. Außerdem sind Rot für Energie, Gelb für Kreativität und andere Farben erhältlich. Ein weiteres Duschsystem funktioniert nach dem Prinzip Deine Dusche, deine Regel. Hier gibt es eine Vielzahl von Einstellungen.
Man kann Temperatur, Druck und andere Werte einstellen, speichern, die Dusche unterbrechen und den Wasserfluss auf etwa 7 Liter pro Minute begrenzen. Die digitale Steuerung kostet 409 Euro. Wie schnell hat Ford früher seine F-150 Pickups verkauft? 2 Stück pro Minute. Stellt euch nun mal vor, wie viele Menschen diesen Pickup besitzen. Und wie viele Besitzer denken früher oder später über ein Upgrade nach? Warum nicht zum Beispiel einen Pickup in einen Muldenkipper umbauen? Ein Bausatz für einen solchen Umbau kostet 1.579 Euro. Für dieses Geld kann der Pickup-Besitzer die Ladefläche innerhalb von 10 Sekunden um 45 Grad heben und senken und Lasten bis zu 2 Tonnen transportieren. Und das Beste daran? Nach dem Einbau bleibt die ursprüngliche Optik des Pickups erhalten. Leider ist der Bausatz nicht für alle Pickups geeignet. Es war einmal eine Firma namens Flated. Wie viele andere Firmen stellte sie Plastik-Hardtops für Pickups her. Doch eines Tages dachten sich die Mitarbeiter, warum machen wir das Hardtop nicht faltbar? So entstand der Airtopper. Zusammengeklappt passt er in einen Rucksack. Ausgeklappt verwandelt er den Pickup praktisch in ein Haus auf Rädern. Der Airtopper wird mit einer handelsüblichen Pumpe aufgeblasen und ist in wenigen Minuten ausreichend steif. Und da er mit Fenstern, Türen, Taschen und Haken zum Verstauen ausgestattet ist, ist er eine gute Wahl für Campingfreunde. Der Airtopper für den Ford Maverick kostet rund 1.022 Euro. Dies ist eine interessante Erfindung für Fachleute, die regelmäßig Sattel- und Walmdächer besichtigen. Ob Dachdecker, Versicherungsberater, Schornsteinfeger, ja sogar der Weihnachtsmann. Sie alle könnten eine einfache, aber zuverlässige Sicherung gebrauchen. Diese hier heißt Hiplock und funktioniert ganz einfach. Zusammenbauen, auf das Dach heben, am First befestigen und schon kann es losgehen. Das Hiplock ist mit Rädern und Stangen ausgestattet, um sich auf dem Dach bewegen zu können. Es gibt 3 Stangen a 1,60 m oder 4 Stangen a 1,20 m. Mit dem Hiplock kommt eine Person problemlos zurecht. Die maximale Belastung beträgt 136 Kilogramm. Der Preis beginnt ab 631 Euro. Aber die Sicherheit ist unbezahlbar. Jeder von uns wird mit perfekten Füßen geboren, sagt dieser deutsche Hersteller. Warum sich also mit Turnschuhen und anderem Schnickschnack herumschlagen, wenn man die Paleos anziehen kann? Der Hersteller sagt, kein anderer Barfußschutz kann, was sie können. Sie renaturalisieren, erlauben den Füßen kompromisslose Natürlichkeit und führen zurück zu den angeborenen Fähigkeiten. Der Barfußschutz stellt die richtige Fuß- und Zehenstruktur wieder her und vermeidet damit Verletzungen. Die Paleos könnte man als eine Art Socke aus kleinen Edelstahlringen beschreiben. Geschlossen werden sie mittels Gummizug hinten im Schuh. Socken sind nicht erforderlich. Der Hersteller behauptet, dass man die Schuhe das ganze Jahr übertragen kann. Sogar in der Stadt. Schon ein kurzer Spaziergang soll viele neue Erfahrungen bieten. Der Preis beträgt etwa 343 Euro für ein Paar.